Schön, dass Sie wieder dabei sind bei einer neuen Folge IT-Wissen. Eine sehr bekannte Dame, die hat mal gesagt, das Internet ist für uns alle Neuland. Darüber kannst du nur müde lächeln, Max, unser IT-Experte. Schön, dass du da bist. Hallo, Romane. Und wir haben mal wieder Zuschauerpost bekommen. Ich sehe was bei dir hängen. Ich nehme das mal kurz ab. Jawohl. Kerstin Lucklum sendet uns über falsche Versionserkennung im Firefox den folgenden Tipp. Letztens lief eine IT-Wissen-Folge, in der es um die fehlerhafte Versionserkennung im Firefox ging. Da ich dieses Problem auch hatte, aber den Browser nicht komplett zurücksetzen wollte, habe ich mich mal mit dem Problem befasst und die Lösung gefunden. Das ist auch schön. Erstens in der Adresszeile des Firefox About Config eingeben. Zweiter Schritt, über die Suche nach User Agent suchen. Dritter Schritt, da sollte ein Eintrag gelistet sein mit dem falschen User Agent. Name ist irgendwas mit Overrides. Vierter Schritt, Rechtsklick auf den Eintrag und im Kontextmenü zurücksetzen wählen. Fünfter Schritt, das war's. Vielen Dank, Frau Lucklum, dafür. Solche Tipps oder Ergänzungen zu unseren Antworten sind uns natürlich immer willkommen. Genauso wie neue Fragen. Die Pinnwand muss ja aufgefüllt werden. Die Pinnwand, die muss immer voll bleiben. Gerne an itwissen@techtime.tv. Und damit kommen wir aber auch schon zu unserer ersten Frage. Die ist, glaube ich, von derselben Dame, die uns gerade diese... Genau, auch Kerstin Lucklum. Genau, und sie schreibt uns eine Frage. Um Voice-over-IP mit einem vorhandenen analogen Telefon zu nutzen, hatte ich mir einen Adapter, in Klammern Cisco SPA 112, besorgt. Irgendwann kam keine Verbindung zum Provider mehr zustande. Den Adapter habe ich dann umgetauscht und den neuen mit der vorhandenen Konfiguration bespielt und alles war wieder schön. Mhm. Nach etwa 2 Wochen begann die Tragödie aber von neuem. Nun meine Frage, gibt es einen Voice-over-IP-Analog-Adapter, der kein Vermögen kostet und zuverlässig arbeitet? Mit Cisco-Geräten hatte ich auch schon zu tun. Ich habe immer im Fernsehen oder in Filmen immer diese Cisco-Geräte auf dem Schreibtisch von den Leuten gesehen. Da habe ich mir gedacht, schaffe ich mir auch mal eins an. Mhm. Konfiguration war eine Qual. Jetzt steht das Gerät in der Ecke. So viel dazu. Genau, aber zum Glück gibt es ja gute Alternativen. Also ich habe 2 zur Auswahl. Das eine ist der Grandstream Handytone HT702. Das ist auch so ein Adapter. Mhm. Bietet 2 analoge Ports. Gibt allerdings ein paar Einschränkungen. Das Handbuch ist in Englisch, kommt man vielleicht noch mit zurecht. Ja. Und außerdem muss die Ring Frequency in Deutschland üblichen 25 Hertz umgestellt werden. Mhm. In den USA sind nämlich 20 Hertz üblich. Okay. Ansonsten sollte das passen. Eine weitere Alternative, die wir selber einsetzen, ist eine DECT-Basisstation mit VoIP-Unterstützung von Siemens unter der Marke Gigaset. Mhm. C475 IP haben wir. Gigaset hat mittlerweile auch andere Modelle zur Auswahl. Man kann die vorhandenen DECT-Telefone selbstverständlich wieder einbuchen und weiter benutzen. Das wäre auch noch so mein Tipp, wenn es tragbar sein soll. Und dann hat die Voice-over-IP-Tragödie hoffentlich bald ein Ende. Genau. Jörg Pasche schreibt uns, Sie empfahlen in einer der letzten Sendungen das Windows-Update KB947821. Dieses möchte meine Tochter gerne runterladen und wird immer wieder auf die Microsoft-Seite verwiesen, die aber dieses Update nicht zur Verfügung stellt. Wie kommt man trotzdem zu diesem Programm? Ich hoffe sehr auf Ihren Tipp und wünsche Ihnen bei der Sendung weiterhin viel Spaß. Werden wir haben. Vielen Dank für die Frage. Die Empfehlung stammte noch von Jörg, nicht von mir direkt, aber ich versuche trotzdem darauf zu antworten. Also bei diesem KB947821 vom Oktober 2014 handelt es sich um ein System-Update-Vorbereitungstool für Windows 7. Mhm. Damit soll ein Konflikt gelöst werden, der möglicherweise die Installation weiterer Updates verhindert. Mhm. Und Updates möchte man ja haben, weil sie andere Probleme beheben und das behebt eben das Problem, dass man keine weiteren Updates installieren kann. Um es herunterzuladen, bin ich einfach auf microsoft.com gegangen, habe KB947821 in die Suche eingegeben und konnte dann zwischen verschiedenen Versionen wählen. Windows 7 Vista 64-Bit-Systeme. Die Datei hat die Erweiterung .msu, lässt sich aber nach dem Download per Doppelklick ausführen. Es ist ein eigenständiges Windows-Update-Installationsprogramm einfach. Prüfen Sie am besten, welche Windows-Variante bei Ihnen installiert ist. Mit Rechtsklick auf dieser PC und dann Klick auf Eigenschaften. Hier kann man sowohl die Windows-Version als auch, ob es 32-Bit oder 64-Bit ist, nachschauen. Na, es gibt ja von Windows so wahnsinnig viele Updates, da kann man zahlenmäßig schon mal durcheinander kommen. Genau.
Frage 3 kommt von H. Meyerhoff. Hallo IT-Wissen-Team. Ich habe bei meinen PCs nach dem Update auf Windows 10 Version 1.5.1.1 bemerkt, dass sie plötzlich nicht mehr im Netzwerk angezeigt werden. Nicht mal der eigene. Alle 4 Rechner haben Windows 10. Wenn ich die Netzadresse in der Adressleiste mit 2 Backslashes eintippe, zum Beispiel MyBookLive, werden sie angezeigt, auch mein NAS. Vor dem Update auf 1.5.1.1 war alles in Ordnung. Ich würde mich über eine Antwort freuen. Es handelt sich um einen bekannten Bug in dieser Windows-Version, der auch viele andere Nutzer betrifft. Und es gibt dazu 2 Lösungsansätze, die Sie versuchen können. Ich beschreibe kurz erstmal den ersten. Also gehen Sie auf Netzwerk und Freigabecenter, klicken Sie auf Adapter-Einstellungen ändern. Hier einen Rechtsklick auf den Netzwerkadapter, beispielsweise Ethernet, und Auswahl von Eigenschaften. Wählen Sie den Client für Microsoft-Netzwerke aus, klicken Sie auf Deinstallieren. Bestätigen Sie das Entfernen für den Netzwerkadapter mit Ja. Klicken Sie jetzt auf Installieren, wählen Client per Doppelklick und dann Client für Microsoft-Netzwerke. Also wir deinstallieren und reinstallieren diesen Client. Installieren Sie diesen Client, aktivieren Sie ihn, falls nötig, mit einem Häkchen und starten Sie den Computer anschließend neu. Wenn wir Glück haben, dann passt das schon alles. Wenn nicht, dann hier noch ein zweiter Lösungsansatz, der helfen könnte. Klicken Sie auf Start, geben Sie services.msc ein. Drücken Sie die Eingabetaste, um das Programm zu starten. Hier können Sie die Dienste verwalten. Suchen Sie nach folgenden Diensten: DNS-Client, Funktionssuchanbieter Host, Funktionssuchanbieter Ressourcenveröffentlichung, Peer-Netzwerk-Gruppenzuordnung, Heimnetz-Gruppenanbieter, Heimnetz-Gruppenlistener, SSDP-Suche, UPnP-Gerätehost. Verändern Sie den Starttyp unter Eigenschaften jeweils bei jedem dieser Services von manuell zu automatisch. Starten Sie jeden Service dann anschließend neu oder starten Sie den Computer insgesamt neu. Achten Sie auch darauf, dass die Updates auf dem aktuellsten Stand bleiben, damit das Problem hoffentlich dann auch von Microsofts Seite behoben wird. Und wer sich das jetzt nicht alles merken konnte, der kann dieses Video gerne auf unserer YouTube-Seite nochmal anschauen und immer Stopp drücken und nebenbei am PC mitmachen. Am besten immer gleich abonnieren. Und den Kanal abonnieren. Unsere nächste Frage kommt von Timo A. Er schreibt: Ich habe von der neuen Raspberry-Kamera gehört und überlege eine Anschaffung. Könnt ihr die empfehlen? Also alles, was von der Raspberry Pi Foundation kommt, können wir empfehlen. Und das hier ist übrigens ein China-Nachbau mit einem etwas größeren Objektiv. Aber mal zurück zu der Frage. Also das Problem, warum jetzt eine neue Kamera auf den Markt gebracht wurde, ist einfach, weil das Modul, sogenanntes CMOS-Modul, was tatsächlich die Bilddaten aufnimmt, nicht mehr hergestellt wird. Das wurde vom Hersteller abgekündigt. Die Foundation hat zwar alles aufgekauft, was sie am Markt kriegen konnte, aber irgendwann läuft auch dieser Vorrat aus. Deswegen haben sie jetzt eine neue Entwicklung gemacht, das Kameramodul Version 2. Und das ist nicht das Kameramodul Version 2, sondern es ist der China-Nachbau. Das Kameramodul, das neue von der Raspberry Pi Foundation, hat jetzt 8 Megapixel statt 5. Und die Bildqualität wurde erheblich verbessert, gerade auch im schwachen Licht. Es lohnt sich, darauf umzusteigen oder wenn man sowieso mit dem Gedanken spielt, eine Kamera für einen Raspberry anzuschaffen. Jetzt ist der perfekte Moment. Der Preis bleibt gleich und es gibt auch wieder eine Pinoir-Variante, wo der Infrarotfilter entfernt wurde. Das heißt, man kann mit einer Infrarot-LED zum Beispiel Hühnern beim Brüten zuschauen. So. Wunderbar, vielen Dank. Frage Nummer 5 kommt vom Herrn Neustädter. Hallo, kompetentes IT-Wissen-Team. Das ist aber nett. Hoffentlich haben Sie einen Tipp für mich. Ich beabsichtige mir, einen neuen Desktop-PC zusammenzustellen, der ausschließlich unter Debian 8 Jesse laufen soll. In Klammern kein Windows mit 3 Ausrufezeichen. Gedacht habe ich an eine Sockel 2011-3 CPU, zum Beispiel i7-5820K. Und suche dazu ein passendes Motherboard. An sich kein Problem, aber dieses Board muss ATA Security Funktionen unterstützen und bezahlbar sein, damit ich selbst verschlüsselnde SSD, SED freischalten kann. Gibt es solche Motherboards überhaupt? Keine Xeon Serverboards? Oder gibt es andere Möglichkeiten, die vor dem Laden des Betriebssystems eine SED entriegeln können? SED steht übrigens für Self-Encrypting Device, wenn sich der ein oder andere Zuschauer das fragt.
eine Möglichkeit bei einem BIOS ohne diese Art der Security-Funktion wäre beispielsweise ein USB-Stick mit einem Mini-Linux zusätzlich am Computer anzustöpseln in einem der noch freien USB-Ports, der dann mit Hilfe von HD-PAM und dem Benutzerpasswort die Hauptfestplatte entsperrt und ins Hauptsystem dann startet. Was die Hersteller von Motherboards antrifft, habe ich ausführlich recherchiert und zum Beispiel, sagen wir mal Asus, die bauen normalerweise keine Art der Security-Unterstützung ein, aber es gibt eine Möglichkeit, die nachzurüsten. Da hat ein Herr namens Arne Fitzenreiter, auch ein ungewöhnlicher Name, ein Programm oder eine BIOS-Erweiterung namens ATAS X geschrieben. Seine Webseite www.fitzenreiter.de beschreibt, wie man das installiert. Da kann man es auch herunterladen. Zum Beispiel wird dazu der EEPROM-Sockel einer Netzwerkkarte genutzt oder ein modulbasiertes BIOS gepatcht. Da greift man also schon etwas tiefer ins System ein. Es ist keine fertige Lösung, aber es ist eine Möglichkeit, von der viele Nutzer sagen, dass es funktioniert und dass es gut funktioniert. ASRock sendet auf Anfrage auch ein modifiziertes BIOS zu. Allerdings ist das Problem, dass dieses BIOS nicht all the way geht quasi, sondern dass man mit einem Masterpasswort immer noch die Festplatte entsperren kann. Und dieses Masterpasswort liegt ASRock vor. Was man noch wissen sollte, ist, dass die Passwörter von BIOS und HD-PAM unterschiedlich geschickt werden. Das BIOS schickt meistens Scan-Codes. Das heißt, wenn man sowohl die Linux-Variante als auch ein Motherboard nutzen möchte oder die Festplatte zwischen zwei Geräten hin und her oder die SSD zwischen zwei Geräten hin und her trägt, dann sollte man sich damit beschäftigen, wie man das gut konvertieren kann. Wunderbar. Und dann kommen wir auch schon zu unserer letzten Frage. Und das Beste kommt zum Schluss. Eine Raspberry-Frage habe ich mir noch als Frage 6 aufgehoben. Die kommt von Madonna C. Wer uns alles hier Fragen schickt. Ja, natürlich. Warum hat der neue Raspberry Pi keinen Gigabit-Port und USB 3? Fast alle anderen Boards wie QB-Board oder Banana Pi haben zumindest einen Gigabit-Anschluss. Ich wollte mir einen Samba-Server auf Raspberry Pi-Basis bauen, um meine Musik und Filme darauf zu archivieren und über Netzwerk an meine Fernseher und meinen Heimkino-Beamer zu streamen. Gibt es vielleicht eine gute Alternative? Ja, Madonna C. hat natürlich mehrere Fernseher. Der Grund dafür, dass der Pi 3, den wir hier noch darlegen haben, kein Gigabit-Port hat, ist, dass der SoC oder System on a Chip, also das ist dieser zentrale Chip hier beim Pi, aus verschiedenen Komponenten besteht. Eine dieser Komponenten ist einfach der Prozessor, eine andere ist die Grafikeinheit und dann haben wir noch einen USB-Port, das ist ein USB 2.0-Port. Den Prozessor auszutauschen, das ist wie beim Lego. Man nimmt einen Baustein raus und steckt einen anderen rein. Der ist fertig, alles entwickelt und so weiter. Kein Problem mehr. Und das hat die Foundation gemacht. Das WLAN ist extra, also das ist hier auf der Rückseite der kleine glänzende Chip hier. Das heißt, das war auch kein Problem. Wenn man jetzt allerdings einen Gigabit-Port reinbauen wollen würde, wäre das ein ziemlich hoher Entwicklungsaufwand. Das heißt, wir hätten den Pi 3 nicht jetzt, sondern vielleicht 2017, 2018. Und Madonna könnte dann erst ihre Videos und Musikfilme drauf speichern. Als Alternative kann ich von Zotac die Z-Box empfehlen. Da gibt es verschiedene Modelle, auch zum Beispiel eins, das sogar 2 Gigabit-Ports hat und Wi-Fi. Allerdings muss man bei der Z-Box, also die muss man selber konfigurieren, Festplatte einbauen und so weiter, RAM einbauen, beachten, dass die natürlich mehr Strom schluckt. Ungefähr das Fünffache von dem Raspberry Pi. Das wäre mein Tipp. Und damit sind wir dann auch schon wieder fast am Ende von IT-Wissen angekommen. Aber Max, nicht bevor du uns dein heutiges Fundstück noch vorstellst. Danke, dass du mich dran erinnerst. Die deutsche Gruppe Part-Time Scientists plant 2017 ein autonomes Mondfahrzeug auf den Mond zu bringen. Klingt erstmal völlig abstrus, ist aber kein Scherz. Also als einer der Sponsoren steckt ja Audi dahinter. Das heißt, also es ist ernst. Und was das Interessante daran ist, dass sie zufälligerweise auf dem Vehikel noch 20 GB freien Speicherplatz haben. Was macht man mit 20 GB freien Speicherplatz? Was würdest du machen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Viele Leute denken, wenn man dran denkt, ja, und das soll kulturell signifikant und bla, Wikipedia. Ja, deswegen ist die Idee jetzt, Wikipedia oder ein Bruchstück von Wikipedia auf den Mond zu schießen. Weil wenn man die ganze Wikipedia auf den Mond bringen wollen würde, bräuchte man mehrere Terabytes. Etwas mehr als 20 Gigabyte. Etwas mehr. Das ist übrigens ein schönes Update von der goldenen Aufnahme von der Voyager, die ja, glaube ich, in den 70er oder war das der 80er Jahren hochgeschickt worden ist mit einer goldenen Schallplatte, wo ein Mann und eine Frau daneben stehen im Gruß für die Aliens, damit die dann auch ein bisschen was von der irdischen Kultur haben. Vielen Dank für dieses sehr amüsante Fundstück. Wenn Sie, liebe Zuschauer, Fragen zu dem autonomen Mondfahrzeug haben oder auch irgendwelche anderen Fragen für uns, dann können Sie uns gerne schreiben. Die Adresse ist itwissen@techtime.tv. Wir beantworten Ihre Fragen dann gerne in einer unserer nächsten Sendungen. Genau, und Sie können sich die Sendung jederzeit auf YouTube nochmal anschauen. Bitte immer abonnieren. Wenn der Max zu schnell geredet hat und Sie sich die Sachen nochmal Step by Step anhören wollen. Genau. Genau, und außerdem können Sie natürlich gerne unseren Newsletter abonnieren, damit Sie immer auf dem Laufenden bleiben. Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten und sagen Tschüss, bis dahin. Vielen Dank, ciao.